meiner Hand. Kupka. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Schluss mit den Spielchen, Kupka! Was zur Hölle willst du? Sitz Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedicta ermordet und ihre Leiche geschändet! Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du? Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Ich würde zum König der Welt! Sie, meine Königin! Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter! Du hast diesen Traum zerstört! Alles ruiniert! Hör her, Rossfield! Du wirst büßen, und zwar mit dem Tod! Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen! Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist! Du kriegst kein Mitleid von mir, Kupka! Kein Mitleid und keine Gnade! Jetzt! Hier und jetzt erfährst du, was denen geschehen ist, mich zerstören!
Ashfield. Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schloss wird dein Grab. Was? Yeah!
Meine Hände! Meine Hände! Sei verflucht! Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Dich töten! Nicht doch, Hugo. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Ein andermal, Mythos. Waren das alle? Ich denke schon. Valuta Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Gav, suchen wir Clive. Ach, entschuldige. Ihr habt einen übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen.
Jetzt sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Nein. Ist gut. Keine Angst, Gav. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch, als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Ja, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Jill, hör auf Taya. Durch. Versprochen. Nicht alle Adligen haben es rausgeschafft. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Jetzt hinterlassen sie ihre Kunst. Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. Sid, ich weiß, wer im Versteck lebt, soll seine Vergangenheit hinter sich lassen und sich der Zukunft zuwenden. Das stimmt. Und doch, es geht darum, dass... Nun, ich weiß, du stammst aus Rosaria und ich brauche jemanden, der mit der Gegend vertraut ist. Auf den herzoglichen Wiesen wächst eine Vielfalt an Heilpflanzen, die es sonst nirgends gibt. Darunter eine Blume namens Nixenkelch, mit der sich die Wirksamkeit von Arzneien steigern lässt. Meine Jugend verbrachte ich zum Üben im Burghof. Mit Pflanzen kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Weißt du, viele Arzneien, die wir hier brauchen, müssen wir von weit her heranschaffen. Und wenn sich eine Lieferung verspätet, dann leiden die Kranken. Würden wir diese Blume finden und hier züchten, könnte das viele Leben retten. Aber wie du weißt, sind die Kaiserlichen überall. Und für einen schlechten Kämpfer wie mich wäre die Suche zu gefährlich. Ich weiß, wie beschäftigt du bist und verlange nicht, dass du dich extra für mich auf den Weg machst, aber solltest du aus anderen Gründen in Rosaria sein, dann... Kannst du mir beschreiben, wie die Blume aussieht? Aber sicher. Meinen Heilkundebüchern nach sind die Blüten der Blume gelb und in etwa so groß wie ein Goblinauge. Und sie wächst wohl am Kloster St. Ledemond.
Damit mir das Anpflanzen hier bei uns gelingt, brauche ich mehrere Exemplare mit intakten Blüten, um Samen daraus zu gewinnen. Ach, eins noch. Der Duft der Blume soll unglücklicherweise auch eine anziehende Wirkung auf wilde Kreaturen haben. Sicher keine gefährlichen, hoffe ich. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir übrig gebliebenen müssen noch jetzt zusammenhalten. Das alles wieder aufzuräumen wird ewig dauern. Trauerbucht ist sehr feucht. Vielleicht feucht genug für Nixenkelche.
Gelbe Blüten. Nixenkelche, keine Frage. Gut. Ich sammle so viele wie möglich. Wer weiß, wann ich wieder hier bin. Dieser Duft hat etwas Vertrautes an sich. Er erinnert mich an früher. Ich hoffe, das reicht. Von Goblins habe ich nämlich genug. Ich freue mich, dich wieder bei uns im Garten zu begrüßen, Cid. Gibt es Neuigkeiten? Ich habe die Blumen gefunden. Oh ja, wundervoll. Genau wie sie in meinem Buch beschrieben wurden. Erzähl, war es schwer, sie zu finden? Die Suche selbst war nicht schwer, nein. Weißt du, der Duft erinnert mich an meine Kindheit. Damals habe ich nicht drauf geachtet, aber vielleicht wuchsen sie auch im Schlossgarten. Wenn ein Extrakt daraus die Wirkung von Arzneien verstärkt, dann wurden sie sicher auch in den Tinkturen und Heiltränken für meinen Bruder verwendet. Wenn sogar eure Hofärzte auf die Wirkung vertrauten, dann ist das ein Grund mehr, sie hier bei uns im Garten anzubauen. Cid, ich werde dir zum Dank etwas davon geben und vielleicht wird es dir eines Tages das Leben retten. Ich muss nur die Essenz aus den Blüten extrahieren. So, schon fertig. Eine Ampulle reinsten Nixenkelch-Extrakts. Ein einziger Tropfen genügt, um die Wirksamkeit deiner Heilmittel zu steigern. Zumindest hoffe ich das.